viel mehr. Wenn man jetzt zurück zum Ursprung geht, woher denn tatsächlich diese Art der Musik herkommt, wo nur Rhythmus und Melodie zu sehen ist, kommt man im Ursprung zum Voodoo-Kult. Wenn man sich mal diese typischen Rhythmen des Voodoo-Kults mal anhört und die Bewegungen übrigens, die sie dazu machen, und man sich heute einen MTV-Clip anschaut, also man könnte gerade meinen, dass das hier ein MTV-Music-Clip-Video ist. Die sind sich so ähnlich, dass es einen nicht verwundert, warum man gerade, wenn man solche Art der Rhythmen hört, auch in eine gewisse Trance gerät. Haben Sie mal die Leute beobachtet, die jetzt in der S-Bahn oder der U-Bahn sitzen und diese Stöpsel im Ohr haben, was mit ihren Blicken geschieht? Wenn sie so rausschauen aus dem Fenster und sich treiben lassen mit ihren Emotionen. Frage, wenn wir Musik hören, denken wir logisch oder denken wir emotional? Was verknüpfen wir denn emotional mit Bildern? Wohl die Dinge, die wir entweder damit gesehen haben, sei es ein Videoclip, oder ein Ereignis, das wir damit verknüpfen und immer wieder abspielen und immer wieder abspielen und immer wieder abspielen. Und man gerät so in dieses Tagträumen hinein. Wenn wir schon von diesen okkulten Ritualen sprechen, von diesem Voodoo-Kult, das in dieser ganzen Form, was wir jetzt gerade gesehen haben, in Pop, Rock, Soul, Funk, Jazz und so weiter, dort im Ursprung finden, dann schnallen Sie sich jetzt bitte an. Wenn Sie jetzt sehen werden, wie die heutige Musikkultur, die wir hören und auch sehen können im Fernsehen, vor unseren Augen als okkulte Rituale durchgeführt werden. Es gibt ja ein Grundprinzip in dieser Musikindustrie, die heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Was es damit auf sich hat, mit diesem Satz, werde ich gegen Schluss noch kommen. Dieser Herr White, er hat ein Buch geschrieben, die Hermetic Order of the Golden Dawn. Das ist eine Freimaurerloge, die speziell oder hauptsächlich ausgerichtet ist oder hinarbeitet für die Musikindustrie. Schauen Sie sich mal diese Aussage an, welche Philosophie dahinter steht. Unter der breiten Strömung menschlicher Geschichte fließen die unsichtbaren Unterströmungen der Geheimgesellschaften, die regelmäßig in der Tiefe die Veränderungen bestimmen. In der Tiefe die Veränderungen. Wovon spricht er hier? Hypnose. Die dann an der Oberfläche sichtbar werden, indem ich dann, wenn ich will, die Information abrufe durch meine Emotionen. Das heißt, ich handle dadurch nicht mehr klar, logisch, sondern ich handle nur aus Emotionen heraus. Ist es gut, aus Emotionen zu handeln? Wohl eher nicht, ne? Das ist das Buch, das er geschrieben hat, wo dieser Satz in dieser Prämisse aufgestellt wird. Nun, was bitteschön haben Freimaurer in der Musikindustrie zu suchen? Viel, sage ich Ihnen. Und ich spreche jetzt nicht von den Sendungen, die Sie auf Galileo sehen oder auf RTL oder sonst irgendwo, denn wenn Freimaurer über Freimaurer sprechen, werden sie sicherlich nicht die ganze Wahrheit erzählen, oder? Der Aufbau dieser Struktur, wir sehen es ja hier, welche Organisationen, man muss es eigentlich mehr dreidimensional betrachten, nicht zweidimensional. Aber wenn wir es jetzt mal wie hier zweidimensional betrachten, dann gibt es hier einzelne Wissensmengen der Strukturen für Bankwesen, für das Geschäftswesen, für das Militär, Politik, Bildung, Medien, Religion, Polizei und so weiter und so fort. Jetzt die oberen, das sind die sogenannten 30 bis 33 Grad Freimaurer, das sind die sogenannten Illuminierten, die Erleuchteten, die haben direkten Zugang zu einer bestimmten Kreatur, die ich nachher noch erwähnen werde. Und ganz oben ist die sogenannte unbekannte Führung. Wer das ist ein anderes Thema. Aber
um jetzt hier diese ganzen einzelnen Ebenen zu kontrollieren, die Macht geht immer von oben nach unten, muss man wissen. Nicht von unten nach oben. Es ist so, dass es kurz davor ein Heer von Handlangern gibt, also sogenannte Marionetten, die von den Geheimgesellschaften gesteuert und kontrolliert werden. Und dieses Heer von Handlangern sollten am besten Leute sein, die gewisse Talente haben. Vor allem im Gesang, in der Bewegung, in der Performance. Dieser Mann, vielleicht schon mal gehört, Aleister Crowley, hat dann diesen Freimaurer, diese Loge, The Golden Dawn, gegründet. Und Aleister Crowley, man sagt, er sei kein Okkultist. Widerspruch. Wenn wir nachher sehen, auch warum. Wenn man immer vom Ursprung ausgeht, merkt man, er war ein hochokkulter Mann. Aleister Crowley hat, ich sage jetzt mal, eines der größten Einflüsse in der Musikindustrie gehabt. Durch eine Philosophie, die er wie folgt nennt. Das ist der Mann. Hier sieht man ihn zum Beispiel mit einem satanischen Buch, ja, mit Hexenkult und so weiter. Hier das typische Symbol für die Freimaurerei unter anderem. Das mal gezeigt in so einem. Er stammt übrigens aus einer christlichen Familie, muss man dazu sagen. So sah er dann zu seinen späteren Jahren aus. Er hat ein Buch geschrieben, Order of the Golden Dawn. Das ist das Logo, das ist das Buch, der Titel vom Buch. Und da geht es in diesem Buch um eine Aussage, die auch letztendlich die Philosophie vertritt, die die Musikindustrie aufgesogen hat und sie jetzt für ihre Handlangen so bereitet, dass sie zu sogenannten Menschenfischern werden. Da ist er in seinem Freimaureranzug. Das ist hier nochmal ein Ordo Templi Orientis, die in diesem Golden Dawn Loge. Man sieht hier, also hier zum Beispiel Phönix aus der Asche, das allsehende Auge. Also da könnte man sich jetzt, ja. Dann hat er hier ein Buch geschrieben, The Book of the Law. Ein Buch des Gesetzes. Okay? Es gibt aber in diesem dicken Buch, in diesem dicken Wälzer, eigentlich nur ein einziges Gesetz. Es ist so ein dicker Wälzer und es heißt The Book of the Law. Aber wenn man es genau liest, meint es auch das, was es steht. The Law, nicht The Laws. Mehrzahl. Und jetzt, bevor ich jetzt hier weitergehe, beruht dieses Buch, diese Philosophie auf einem Aufbau des Kabbalismus. Es ist eine Vermischung, ja, von Kabbalismus und der Philosophie, die er durch Visionen bekommen hat, weil er mit Geistern in Verbindung stand. Jetzt, wenn man über Kabbalismus spricht, sollte man erstmal jemanden fragen, der sich wirklich auskennt mit Kabbalismus und was Kabbalismus in der eigentlichen Bedeutung meint. Dazu fragen wir diesen Mann, Dr. Michael Lightman, der jetzt folgende Aussage über den Kabbalismus macht. All systems, other than the wisdom of Kabbalah, are based on suppressing us. That's not true. I was a nun for a year, a Buddhist nun in Tibet. Yes, so you entered some kind of a closed place. Did you do anything with your body? No. Meditation. I sat and meditated. In Kabbalah you also have meditation. That's not true. You don't have meditation in Kabbalah? No. Okay, fine. It's totally opposite. It's a completely opposite system. No matter how you put it, all the systems, and the systems of the East in particular, are based on destroying the desire to receive, on destroying the ego. Right. The ego. Kabbalah says that you should increase the ego? Sure. To increase the ego. Yes, the wisdom of Kabbalah is the wisdom of receiving, the wisdom of how to be filled, of how to grasp reality. One has to be cruel and to feel himself as tight-fisted and as a careless spender and as lustful and everything. And he has to go on living with all this and not to suppress anything, but on the contrary, to develop it. Interessante Aussage, oder? Man soll lustvoll leben, man soll es nicht unterdrücken. Es gilt, das Ego des anderen zu zerstören, unterdrücken, unterwerfen und sich selbst erheben. Lustvoll leben.
Do what thou wilt shall be the whole of the law. Tu, was du willst, soll das einzigste Gesetz sein. Das ist JC, über den spreche ich nachher. Er hat in seiner Kollektion, der Modekollektion, hat er diesen Satz aufdrucken lassen und verkauft. Er ist einer der berühmtesten und vielleicht sogar in der R&B- und Hip-Hop-Szene, der am meisten Platten verkauft hat in letzter Zeit. Und Aleister Crowley hat genau dieses Gesetz, tu, was du willst, soll das einzigste Gesetz sein. Nun, ich habe mich manchmal gefragt, wenn ich Jugendliche oder Kinder sehe, die ihren Ohrstöpsel drin haben und die Musik sich anhören, habe ich mich jedes Mal gefragt, hören die auch auf den Text, was da gesungen wird? Ich sage Ihnen, was in den meisten Fällen passiert, ist gar nicht. Weil die Musik emotional so treibt, dass man gar nicht auf den Text wirklich achtet. Nur das, was in den Texten ausgesagt wird, ist genau dieses Gesetz. Kommen wir mal zu ein paar Beispielen. Übrigens, begonnen hat diese Philosophie zu der sogenannten Flower Power Zeit. Da hat es am stärksten begonnen. Da wurde es auch richtig etabliert. Ja? Sex, Drogen, Rock'n'Roll, Alkohol, freizügig leben, lustvoll leben, nicht unterdrücken. Frage, war das nur damals so oder? David Bowie singt über den Kabbalismus. Achtung, er singt von Station zu Station, von Kelter zu Malkut. Das ist die Bewusstseinsebene des Egos, das sich etablieren soll und steigern soll. Er war ein großer Anhänger dieser Bewegung. David Bowie, ein bekannter Künstler, 80er Jahre. Und schauen Sie mal, was er macht, während er das singt. Achten Sie mal auf die Hand jetzt. Achtung, er geht hoch, Station to Station, und jetzt schauen Sie mal die Hand an. Schon mal gesehen? Während er das singt und beschreibt, wie der Egoismus des Menschen kultiviert werden soll, macht er genau dieses Symbol, um etwas auszudrücken. Hier singt er zum Beispiel auch, I'm closer to the golden lawn, oder ich gleich auf Deutsch, ich bin näher an der golden dawn eingetaucht in Crowleys Uniform der Symbolik. Ist ein bisschen rhetorisch gemeint. Aber er sagt genau das aus, was die Philosophie Crowleys repräsentieren soll. Und er ist ein Menschenfischer. Er bewegte Massen mit seiner Musik, mit seiner Philosophie in der Musik. Massen. Hier sieht man ihn auch, wie er sich genauso angezogen hat wie Crowley selbst, um ihn zu repräsentieren. Es gibt auch heute Stars, die hinter dem Kabbalismus stehen. Madonna, Britney Spears und viele andere. Ich könnte zig Namen aufzählen, aber das wäre jetzt nur Zeitverschwendung. Ich will auf einen ganz anderen Punkt hinaus. Auch hier Marilyn Manson. Wohl bekannt, auch hier mit seinem Golden Dawn Freimaurerring. Und dann denkt sich immer, dass solche Heavy-Metaler damit überhaupt nichts zu tun haben. Ha, Pustekuchen. Die stecken richtig tief mit drin. Auch andere Künstler zeigen ihre Sympathie zu der Philosophie von Crowley, zu diesem okkulten Denken und haben zum Beispiel Crowley einfach mal mit auf dem Cover mit drauf. Oder die Beatles. Können Sie ihn entdecken? Da ist er. Ozzy Osbourne. Mr. Crowley, ihm sogar ein Lied gewidmet. Hannah Montana. Crowley Meadow Mall. Man hat praktisch in einem Film eine Einkaufsmeile nach Crowley benannt und ihm zu Ehren gebaut. The Doors im Album 13. Auf der Rückseite sieht man die Büste von Crowley. Led Zeppelin, Jimmy Page. Das ist übrigens das Haus, das Aleister Crowley gekauft hat. In diesem Haus hat er die meisten Visionen von seinen sogenannten sphärischen Wesen, die er beschreibt, die ganzen
dieses ganze Gedankengut bekommen, das er dann weitergab in die Loge, wo die ganzen Menschenfischer drin sitzen, die ganzen Stars, die ganzen Künstler. Und dieses Haus hat er genannt The May Queen. Wenn man das Lied kennt, Stairway to Heaven, ist interessant, in dem Lied Stairway, Stufen zum Himmel, singt er über diese May Queen. Und da heißt es, falls er raschelt in deiner Hecke, mach dir keine Sorgen, es ist ja nur ein Frühlingsputz für die Maikönigin. Also hier jetzt einfach mal richtig übersetzt. Wenn man jetzt diese Stelle rückwärts laufen lässt, kommt dieser Text. Dies ist für meinen süßen Satan. Derjenige, dessen kleiner Pfad mich traurig macht, dessen Macht Satan ist, er wird denen, die mit ihm sind, die 666 geben. Was meinen Sie, wie viele Platten wurden verkauft von diesem Lied? Millionen. Und Abermillionen. So kommt es auch vor, also es ist dann eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wie in der modernen Kunst oder in der modernen Musikszene auch die ganzen Stars hier ihr offenes Bekunden zeigen zu der Philosophie, die dahinter steckt. Und es sind nicht wenige. Das sind wirklich nicht wenige. Und wenn wir schon von den Kinder-Disney-Stars sprechen, dann sollten wir doch auch schauen, was hinter der Philosophie steckt, wo auch Walt Disney natürlich involviert ist, hier mit solchen Kinderstars wie Christina Aguilera geschieht. Wie sie zu sogenannten Menschenfischer werden. Und wie vor allem das Prinzip des Menschenfischers in der Musikindustrie funktioniert. Hier ein Clip, nur mal um zu sehen, wie so ein Werdegang aussieht und welche Symbole plötzlich auftreten, bevor eine gewisse Transformation beginnt und was bis dahin geschehen muss mit Menschen, die Musik hören. Als sie überhaupt erstmal so in die Medienwelt eintrat und sie bekannt wurde, sah sie noch eher aus wie ein Mauerblümchen. Die Musik war noch anständig im Vergleich zu dem, was später folgte. Und wenn wir uns das mal auch anschauen, man darf auch nicht vergessen, jede Art der Tanzchoreografie ist exakt einstudiert. Und solche Symbole und Handlungen mit den Händen sind nicht einfach nur aus der Emotion heraus. Nein, sie sind in der Choreografie. Und fragt man jeden professionellen Choreografen, ist sogar jeder kleine Finger in genauen Ablauf, was er zeigen muss und wie er es zeigen muss. Bis auf den kleinsten Finger genau. Jetzt kommt das Interessante. Nachdem hier so die Art der Musik gewonnen wird und Mensch, vor allem Kinder gewonnen wird, und man sieht es vor allem dann immer daran, dass sie dann gern die Künstler nachmachen. Ja? Also man versucht nachzusingen, nachzutanzen, sogar so auszusehen wie die Stars. Ja? Und wenn man mal die ganze Schar von Menschen gesammelt hat, sie gefischt hat. Und jetzt laufen praktisch die ganzen Generationen, jungen Generationen den Stars hinterher. Und man hat jetzt schon viele, man kann es vor allem eben ablesen, wie viele Platten verkauft worden sind. Passiert jetzt etwas Interessantes. Das ist die letzte Auskopplung, wo sie noch normal aussieht. Okay? Die letzte Auskopplung ihres Albums. Und man sieht im Hintergrund zum einen ein Schmetterlingsflügel. Sieht man den? Und was sieht man hier oben? Der Schmetterling wird als Symbol benutzt im Okkultismus für eine Transformation. Heißt so viel wie, dass jetzt eine Transformation bevorsteht. Okay? So sieht sie jetzt aus. Die Transformation soll beginnen. Und in der Zeit, als sie die Transformation in der Phase war, hat sie recht viel Werbung gemacht oder für sich selbst im Prinzip Furore gemacht, indem sie immer mehr auf Partys zu sehen war, Alkoholexzesse, Drogenexzesse und so weiter. Tja, und dann kam das neue Album.
Man kann sie kaum wiedererkennen, oder? Stripped heißt diese Auskopplung. Und die ganzen kleinen Teenies, die man dann sieht, wie sie versuchen eben, sie nachzusingen und nachzutanzen, sehen jetzt die neue Auskopplung. Eine neue Christina Aguilera. Was meinen Sie wohl, was jetzt die Teenager machen? Sie gehen natürlich mit. Und nicht nur das. Sie kleiden sich auch wie sie. Und das hier ist jetzt Christina Aguilera in dieser Auskopplung stripped, wie sie eigentlich rumläuft, wie eigentlich damals Prostituierte rumgelaufen sind. Zeigt natürlich, was sie hat, was vorher nie der Fall war. Nie. Und genau in der Zeit erlebt sie auch eine äußerliche Wandlung. Die Brüste werden vergrößert, die Lippen werden aufgespritzt, die Haare werden gefärbt. Jetzt raten Sie mal, was die ganzen Teenager machen. Wenn Sie es mir nicht glauben, gehen Sie doch mal Freitagabend oder Samstagabends, so ab 10 Uhr, mal durch die Fußgängerzone und schauen Sie sich mal die Teenager an, wie die rumlaufen. Ganz ehrlich, die Prostituierten sehen besser aus. Kein Witz. Das ist kein Witz. Aber genau das ist das, was geschieht. Kinder werden dort abgeholt, wo sie nach etwas Ausschau halten, wonach sie sich orientieren können, anhand der Musik, wie sie sich geben, wie sie angezogen sind. Dann kommt der Wandel und die Kinder machen eins zu eins alles mit. Das ist unglaublich. Aus einem Clip, wo hier ein sogenanntes, man nennt es Gangbang, dargestellt wird. Gruppensex. Viele Männer, eine Frau. Und sogar noch hier im Hintergrund noch motiviert wird von Leuten, die das anheizen. Die Kinder, die zu diesem Zeitpunkt diese Wandlung miterleben, sind vielleicht gerade mal 12, 13 Jahre alt und sehen genau diese Botschaft. Achtung, wie hieß die Botschaft nochmal im Kabbalismus? Was soll zerstört werden? Der Ego. Von den Menschen, die ich gewinnen möchte, soll zerstört werden, um lustvoll zu leben. Macht Sinn, wenn man das sieht. Das war auf der Rückseite, auf der Innenseite des Covers. Okay? Jetzt rutsche ich mal mit dem Bild nach unten und dann sieht man zum Beispiel hier links ein Hexagramm mit schwarzen Kerzen, Hexenkult, ein Hammelkopf, wo die Haut abgerissen worden ist, ein Kleinkind. Jetzt sieht man mal wirklich, was gemeint ist mit Unterdrücken des Egos. Sie steht auf einem Fuß, mit dem Fuß auf einer Puppe. Das Messer zeigt in die Richtung, wird bedroht sozusagen. Wissen Sie, was da eigentlich entsteht? Eine geistige Vergewaltigung. So sieht das Bild im Ganzen aus. Und das ist das, was mit allen Disney-Kinderstars geschieht. So sieht Christina Aguilera aus, so sah sie später aus. Britney Spears vorher, nachher. Cyrus vorher, nachher. Die kenne ich gar nicht. Aber merken Sie den Wandel, der hier stattfindet. Und jedes Mal in ganzen Videos, die dann gezeigt wurden, sieht man, bevor der Wechsel kam, hat man immer Schmetterlingssymbole gesehen. So wie auch bei Mariah Carey. Wunderbare Stimme gehabt. Wirklich wunderbare Stimme gehabt. Also ein super Talent gewesen, was das betraf. Ja. Und dann kam der Wandel. Auch hier in den öffentlichen Auftritten, zu der Zeit, als die Wandlung kam und was dann geschah, allein die Videos, die Musikvideos, ging nur noch um Sex, Drogen, Alkohol, Party. Nur noch. Davor ging es eigentlich um ein jungfräuliches Leben, das sie führte. Auch in ihrer Aussage der Texten. Aber nach dieser Wandlung ging es nur noch um eins. Unterdrückung von Männern, die mit Alkohol und Drogen und Partys über die Frauen regieren.
Schaut man sich heute mal in der Gesellschaft um. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie viele Beziehungen halten wirklich lange? Mal im Ernst. In der Welt da draußen. Die Mode darf auch nicht zu kurz kommen. Eines der, ich sage jetzt mal, Star-Designer für die ganzen Künstler ist dieser Mann, Alexander McQueen. Man muss dazu sagen, dass die Künstler, wenn sie öffentlich auftreten, nie ihre eigene Mode wählen, die sie selber tragen möchten. Nein, sie müssen immer von ausgewählten Künstlern die Mode übernehmen und tragen. Es steckt auch eine Philosophie dahinter, nämlich die hier. Das ist eins der Ausstellungen von Alexander McQueen. Also man sieht hier schon typische Freimaurer-Symbolik. Pyramide, schwarz-weiß. Kann man schon erkennen, oder? Baphomet-Symbol. Und das Interessante ist, er hat mal eine Modeschau nach dieser Frau gewidmet. Kennt man die? Helena Petrovna Blavatsky. Gehört selbst zur okkulten Szene, hochokkulten Szene. Und hier in dem Buch Entschleiert hat sie eine Philosophie dargestellt, die er anhand der Mode ihr gewidmet hat. Ihr allein. Und man weiß, dass Aleister Crowley und Blavatsky sehr eng miteinander kommuniziert haben. In ihrer philosophischen, okkulten Ebene. Sehr eng miteinander. Und auch da, bevor er dann zu einem großen Künstler wurde, bevor er aufgenommen wurde in diese sogenannte Loge, hat man auch hier bei ihm Schmetterlinge gehabt. Und dann, man höre und staune, sieht man hier, wie in diesem Modekatalog, was sich dahinter tatsächlich verbirgt. Diese ganze Symbolik mit dem einen Auge, ja, oder mit dem 666 oder mit der Pyramide, das ist alles die Symbolik, die man überall wieder findet. Kommt noch besser. Ich meine, ich glaube, jede Frau kriegt jetzt Rückenschmerzen, oder? Wenn sie das sieht. Aber diese Schuhe sind nachgeahmt von den Füßen eines Ziegenbockkopfs des Baphomets. Und Lady Gaga selbst hat in ihrem Clip genau diese Schuhe getragen. Und wenn man schon von ihr spricht, oh, an ihr könnte man sich also den Mund fusselig reden. Allein was hier okkulte Symbole angezeigt wird. Wie hier zum Beispiel. Hier dieses 666, das zeigt man immer gern so in die Kamera und hier mit dem Auge. Na? Das war interessant. Das war zu der Zeit, als sie in die Freimaurerloge hineingeführt worden ist. Und Achtung, das war bei einem MTV Music Award. An diesem MTV Music Award hat sie oder wurde auf der Bühne original ein okkultes Freimaurerritus durchgeführt. Die Leute dachten, es ist eine tolle Performance. In Wirklichkeit war das ein echter Ritus. Im Hintergrund sieht man die typische Architektur der Freimaurer. Okay? Sie wird von, Achtung, 6 Tänzern ermordet, weil es geht um Transformation. Deswegen ist sie hier auch so blutüberströmt. Und wird jetzt hochgehievt zu einem Ziegenbockkopf, den man jetzt hier nicht sieht, aber der war hier oben, emporgehoben wird zur Opferung. Wer ist denn der Ziegenbockkopf? So sah sie dann aus. Als Opfer für Luzifer. Das sind dann so die typischen Bilder, die man dann auch in den Zeitschriften sah. Hier sieht man eine Büste von Baphomet auf dem Kopf. In dem Videoclip zum Beispiel hier 666 reingeblendet. Oder auch hier sieht man den Ziegenbockkopf in Mitte des Saals. Und unten ist der Fußboden mit Schwarz und Weiß gefliest. Und das ist der Mann, der die ganzen Videoclips als Regisseur ausarbeitet. Und schauen Sie sich mal sein T-Shirt an. Spricht Bände, nicht wahr?
Es ist alles ein Club. Die gehören alle miteinander. Es kommt niemand von extern und hätte mal eine Idee und würde mal... Nein. Es sind nur die Handlanger, die Eingeweihten, die zu Menschenfischern werden, die jeder seine Gabe gibt. So sah sie vorher aus. Im Vergleich zu den Bildern, die wir vorhin gesehen haben. Und auch da, als der Wandel kam, was sieht man hier wieder? Schmetterlinge. Zufall. Und dann kam der große Wandel. Zuerst als Mauerblümchen, Teenager gezogen. Dann kommt der Wandel. Dann kommt die Transformation, auch äußerlich. Mit den ganzen Symbolen aus der okkulten Ebene, um das in den Videoclips darzustellen, zu zeigen, wofür man eigentlich steht. Hinter wen man steht und hinter welcher Philosophie. Ja, und so endet das Ganze dann. Und da schauen sich Kinder an. Hallo. Mauerblümchen ist das nicht mehr. Totenkult. Kinder. Man fängt damit Kinder. Auch wenn man jetzt hier wie Justin Bieber, ich möchte jetzt kein Gekreische hören, wenn er sowas macht, kommt das nicht einfach nur, weil er sagt, hey, ich nehme dich auf die Hörner. Oder wenn hier Madonna so abgelichtet wird, als ob sie auf dem Satansthron sitzt. Oder hier Pink, die genauso auf der Bühne ein Freimaurerritus durchführt bei den MTV Music Awards, um zu zeigen, sie gehört jetzt der Loge mit bei. Es ist dann auch nicht verwunderlich, dass MTV in demselben Haus ist wie der Masonic Tempel, wie ein Freimaurertempel. Ist das Zufall? Wenn MTV die Musikindustrie über die Medien führt und leitet und lenkt und die ganzen, man muss sich mal wirklich die ganzen MTV Music Awards mal anschauen in der Vergangenheit. Wie oft, wenn Moderatoren vorne auf der Bühne stehen und sagen, let's go and praise Satan, lasst uns Satan anbeten und die ganze Reihe von den Künstlern springt auf und macht diesen hier. Machen die das aus Spaß? Oder wissen die, wovon die sprechen? Key West. Das ist auch wieder so ein, das ist auch in einem Videoclip zu sehen, wie er aus einer okkulten Loge, wie er in eine okkulte Loge hineingeführt wird, wo dann nicht nur Böcke zu sehen sind, sondern man sieht auch tatsächlich im Hintergrund hier oben Baphomet sitzen auf seinem Thron, wie er ihn begrüßt. JC, Kiebe, das ist so immer ihr Zeichen, dass sie dann immer in die Menge halten. Und die ganze Menge macht dann natürlich das mit. Das Dreieck. Zu ihnen komme ich später noch. Und das ist nicht nur die, ich könnte Stars benennen. Ich hätte eine Liste, aber es lohnt sich nicht. Es reicht hier nur ein paar Beispiele zu zeigen. Man muss nur die Charts rauf und runter gucken, wer gerade on top ist. Da weiß man ganz genau, wer sie wirklich pusht. Dann weiß man wirklich, wer sie pusht. Nelly Furtado, das ist sehr interessant. Rihanna, gehört genauso zu dem Club. Das ist ein Bild aus einem Video, das nur einmal gezeigt wird. Und dreimal dürfen Sie raten, wie lang? Im Bruchteil, nicht einmal im Bruchteil einer Sekunde, wird nur dieses Bild kurz angezeigt. Ganz kurz, aber nur ein einziges Mal. Jetzt, wenn man sich fragt, wieso gerade nur dieses Bild? Jetzt, wenn man sich das Bild mal ganz genau anschaut, das Erste, was man erkennt, ist, es ist ein Dreieck. Gut. Jetzt, wenn ein Mensch sich so bückt und die Hände so nach oben, also ich müsste ein Schlangenmensch sein, aber nicht mal das könnte ich hinkriegen, und dann noch so einen geraden Rücken hat, Frage, ist es physikalisch möglich? Wohl eher nicht.
Was hat es dann auf sich mit diesem Bild, das nur kurz gezeigt werden soll? Achtung. Einmal Auge, zweimal Auge, Schädelplatte, Fratze, Horn, Horn. Sehen Sie es jetzt? Baphomet. Und das ist dann auch immer die Art und Weise, wie sie sich gerne zeigt. Lustvoll, egozerstörend. Und das passiert nicht nur einmal, es passiert permanent. Daft Punk, man könnte die Liste weiterführen. Ich möchte jetzt aber, dass es nicht nur aus meinem eigenen Mund kommt, dass diese Menschen unter einem gewissen Bann stehen. Und wenn sie nicht etwas getan hätten, was sie getan haben, wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Mit wem sie was wie getan haben, wollen wir jetzt aus dem Mund der Künstler selber hören. Haben Sie was mitgekriegt? Gut mitgehört. Also wenn hier jemand berühmt werden möchte, reich, hat er nur eins zu tun, mit seinem Blut einen Vertrag mit dem Teufel zu schließen. Und das sind jetzt nicht Leute, die irgendwie Kirchen besuchen oder vielleicht sogar nicht mal an die Bibel glauben. Wie kommen die dazu, öffentlich sowas zu sagen? Wollen wir jemand anderen hören? Kennt man ihn hier? Die ältere Generation müsste ihn kennen. Bob Dylan? Achtung. Genau hinhören. Take it for granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, long time ago, and I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And in this earth and then in the world we can't see. Ich meine, der Mann ist ja schon wirklich reich, also er muss ja keine Musik mehr machen, aber er wurde gefragt, warum machst du das noch? Er sagt, das hat was damit zu tun mit der Begegnung, die er hatte, als er einen Vertrag abgeschlossen hat. Und wie hat er ihn genannt? Den Chief Commander. Er war von dieser Welt, ja, von dieser Welt und einer Welt, die man nicht sieht. Weitere Aussage. Key West. Hat man es gehört? I sold my soul to the devil. Ich meine, es ist schon mutig, dass sie das einfach so sagen, aber ich glaube, wenn man so lange in der Musikindustrie drinnen ist und man merkt, dass man mit diesem Vertrag etwas gemacht hat, wo man da nicht mehr rauskommt, was bleibt einem am Ende noch übrig? Katy Perry? About, you know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. Is I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Sie wollte die Amy Grant der, also man muss es so sagen, ihre Eltern waren Music Ministries, also ja, Missionare auf musikalischer Ebene. Sie wollte die Amy Grant sein. In der christlichen Musik. Hat aber nicht funktioniert. Dann wurde sie vorgestellt zu der Musikindustrie und dann verkaufte sie ihre Seele dem Teufel. Beyoncé, verheiratet ja mit Beyoncé, verheiratet mit Jay-Z.
I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me. Sie sagt, normalerweise, eigentlich ist sie eine schüchterne Person. Ja? Und diese Art des Singens in der Öffentlichkeit und des sich Bewegens könnte sie von alleine nicht. Aber bevor sie auf die Bühne geht, dann, als sie das zum ersten Mal fühlte, war es so, als ob etwas in sie fahren würde. Damit sie so performen kann, damit sie so singen kann. Damit sie zum Menschenfischer wird. Und ach, übrigens, man hat diesem Wesen einen Namen gegeben. Sasha Fierce. Sasha Fierce. Sasha Fierce. When you're getting ready to go on stage and perform, does Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. And that other thing kind of takes over for you. And that other thing kind of takes over for you. Das ist übrigens vielleicht, ich mag es jetzt mal ironisch sagen, ein Vorteil, wenn man so einen Deal abschließt. Man muss es nicht selber ausführen, wenn man auf der Bühne ist, sondern der Geist, der in dich hineinfährt, übt alles aus für dich. Ironisch. Bitte. Nochmal einen Satz. And you know what's so funny is I saw you turn into that trance thing. Like you lose your mind. I do. Like, I was like, you know, it's really amazing. I can't describe it. It's just something that takes over me and we named it Sasha. It's just something that takes over. Das ist die neue Wandlung and von ihr. We named it Sasha because it's like two different people. Es sind wie zwei verschiedene Personen. Also wenn man irgendwelche Künstler auf der Bühne sieht, dann weiß man, dass es nicht die Person selbst ist, sondern dass es im Prinzip nichts anderes als ein Dämon in Menschengestalt. Ich habe mich gefragt, wie es sein kann, dass, wenn solche Künstler einen Vertrag machen, wenn es ihnen wirklich nur um diesen Reichtum geht, um berühmt zu sein, einen solchen Schritt zu wagen, auch wenn man nicht an einen Teufel glauben würde, aber wenn es nur rein um den Reichtum geht, seine Seele zu verkaufen für Reichtum und für Geld, was muss da in einem Menschen vor sich gehen? Wie viel Ego möchte man denn noch gewinnen? Was muss alles in diesem Leben passiert sein? Und es betrifft nicht nur Sänger, es betrifft auch Schauspieler. I saw the movie the other night and really enjoyed it. It was fantastic. Because I like it because historically it's the real deal, you know. And then have you seen the movie? No, I've not. Yeah, I'm sorry, you've not seen the movie? Not just yet. And were you too busy to see it probably? In a way, you know, once my job is done on the film, it's really none of my business. Also er lacht nicht. Ich sag auch nachher, warum. So you deliberately don't look at the finished product? Oh yeah, I stay as far away as I possibly can. Is that right? Yeah. If I can, I try to stay in as profound a state of ignorance as possible. Uh-huh. Well, you come to the right place. You're exactly where you need to be. That's interesting. And is it, and forgive me, is it a little insecurity? Just, you know, I don't like, Achtung. I don't like watching myself. Mm. Yeah. Right. I prefer the experience. I mean, making the film is great. Right. The process is all fine. But then he's up there. Right. Then he's up there. Ein Schauspieler, Johnny Depp. Es gab einen Bericht darüber im Rolling Stone, wo er mal beschrieben hat, dass bevor er in eine Rolle schlüpft, also die er ausführen soll an dem Set, ruft er
die verstorbenen Geister derjenigen, die er spielen soll, damit er so echt wie möglich spielt. Deswegen sagt er, er hat bisher nicht einer seiner Filme angeschaut. Warum? Weil er sagt, er versucht sich so weit wie möglich davon fernzuhalten, diesen Film zu sehen. Es ist was anderes, diese Erfahrung zu haben, in den Film zu machen. Aber dann ist er zu sehen. Er spricht nicht von sich. Dann ist er zu sehen. Oh. Ein letztes Statement. Trauriger Fall. DMX, er gehörte zu der Zeit, als ich aufgelegt habe, er war so der Street-Gang-Rapper. Also von den ganz bösen Jungs. Ja? Und wenn seine Musik lief, dann hat es nicht mehr lange gedauert, bis die Jungs sich wirklich verprügelt haben. Also sehr aggressive Hip-Hop-Musik. Er hat 18 oder 30 Millionen Platten verkauft. Einer der wirklich harten Jungs. Und wir hören mal, was er dazu zu sagen hat, was mit ihm passiert ist. Thank you for, you know, giving me the opportunity to be heard, you know, in a positive light. Yeah. Well, just in a fair light. I first came to Arizona, man, and I remember one day coming from the studio at 6 o'clock in the morning and pulling over on the highway. We had like 4 cars, you know, just to watch the sunrise. And it was at that point that I fell in love with Arizona. I said, you know what, this has to be God's country. You know, because I'd never seen anything as beautiful as that sunrise. Then I met the devil in God's country. You know, and it's not so much who, it's what, you know, what happens and the things that the devil does. It's not so much a person, even though he acts through people. You know, you can't call one person the devil. Joe Arpaio? You know, you can't call any one person the devil. You can't do that because no one person has enough power to be the devil, you know? And, you know, it's through all these hardships that I realized that, you know what? This is God's country because I met the devil here. Because if I hadn't met the devil here, I wouldn't realize I was strong enough to overcome the obstacle that the devil would place in my path. And it's by overcoming these obstacles that I realized that this is God's country. Because he helped me get over these obstacles. He helped me get over these hurdles. Okay, so but when you're done here, when you're out of here. I'm not looking back. You're not coming back? No, I'm not coming back. I'm not coming back for a show. I'm not coming back for a visit. I'm not even driving through the states. If I'm in a plane and they're gonna fly over, I'm gonna go around, okay? You deserve the same grace, you know, whether I know you or not. I pray for my friends, family, loved ones, and as well as my enemies every night, you know, because we're all God's children. We're all God's children, and we all deserve the same grace. I think people are curious how a guy, you've sold how many records? 28 million. And 28 million Platten verkauft. Yeah. I think. Er wird gefragt, wie er herkam, wie er zu dieser Situation jetzt kam. Er sitzt im Gefängnis. I'm pretty sure they do. Every time you get it, I'm pretty sure they do. You know, this. How do I end up in here? Er fragt, wie er hier geendet ist, dass er jetzt im Gefängnis sitzt. Wollen Sie es wissen? Bevor er verhaftet wurde wegen angeblicher Steuerhinterziehung, angeblicher, hat er abgerechnet mit der Musikindustrie. Er hat eine kleine Show organisiert, ohne des Wissens der Musikindustrie, Sony Entertainment, und hat ein sogenanntes Poetry Rap gemacht. Also er hat praktisch gereimt mit der Lebenssituation, die er gelebt hat, was er erfahren hat. Und hat abgerechnet mit der Musikindustrie, wer sie sind, was sie tun, hinter welchen okkulten Riten sie sich verstecken, dass zum Beispiel, bevor irgendwelche Alben offiziell freigegeben werden, werden okkulte Rituale draufgelegt, dass so viele Menschen wie möglich von Dämonen besessen werden. Und als das rauskam, 2 Tage später, wurde er einfach mal verhaftet, weil er angeblich Steuer hinterzogen hat. Haben Sie gehört, was er gesagt hatte? Er hat gesagt, als er auf dem Weg war vom Studio, ist er rechts rangefahren und hat den Sonnenuntergang gesehen und hat gesagt, das muss Gottes Erde sein.
dann hat er den Teufel kennengelernt. Und als er den Teufel kennengelernt hatte, wusste er, dass es einen Gott gibt. Und er merkte, was das, was er tat, ist unumgänglich. Aber er hat verstanden, dass Gott Gnade gibt. Jeden Menschen, dass jedem Mensch Gnade verdient. Und er wusste davon. Und hat sich mit Sicherheit im Gefängnis bekehrt. Aber er wusste auch, wie die Musikindustrie funktioniert. Und erst als er das sah, sah er auch die Wahrheit. Und er hat gesagt, er wird nie wieder zurückkommen. Er wird nie wieder einen Fuß in die Musikindustrie setzen. Von diesem Mann hatten wir es ja vorhin, nicht wahr? Ach übrigens, wenn ich schon davon spreche. Amy Winehouse starb ja anscheinend an Alkohol, Drogen, was auch immer. Aufgepasst. Das, was Medien sagen, sind nur Halbwahrheiten. Wenn es um Tod von Künstlern geht. 2 Tage bevor sie starb, gab es ein Interview im britischen BBC. Und da wurde sie gefragt, das fand ich schon interessant, dass der Interviewer überhaupt gefragt hat, ob man sie denn nicht irgendwo hinführen wollte, in eine sichere Position. Und dann sagte sie, ja, man hat versucht, mich in das Dreieck hineinzuziehen. Und sie sagte, nein, dazu. 2 Tage später, Michael Jackson. Es gibt das Interview, nicht das Interview, Quatsch, er hat das Gleiche gemacht wie DMX. Er hat eine eigene Show mal kurz auf die Beine gestellt, wo er sämtliche Fans eingeladen hat und hat öffentlich mit der Musikindustrie, auch mit Sony Entertainment, abgerechnet. Er hat ganz klar gesagt, wer sie sind. Er hat ganz klar gesagt, was sie tun. Das sieht man nirgends, irgendwo in den öffentlichen Medien. Nein, das sieht man von den Handkameras, Fans, die das aufgezeichnet haben und ins Internet stellen. Da hört man es. 4 Tage später. Anscheinend wegen einer Überdosis von einer Medikation, das eigentlich benutzt wird für Narkose, glaube ich. Und wie oft hat er sich selbst verteidigt, als man ihm unterstellen wollte, er würde kleine Kinder und so weiter und so fort. Weil er jedes Mal aussteigen wollte. Er wollte jedes Mal aussteigen. Er wollte immer wieder aussteigen. Aber man hat ihm gedroht. Wenn, dann werden wir das mit dir machen. Wir werden das mit dir machen. Wir werden jenes mit dir machen. Diese Menschenfischer leben gefährlich. JC, auch einer der wirklich großen Menschenfischer, in seinem Black Album, okay, in seinem Black Album, gibt es einen Song, der, wenn man ihn laufen lässt, dann hört man etwas rückwärts gespielt und es hört sich so an. Six, six, six. Murder, murder, Jesus. Hören wir die Philosophie, die hinter der Musik steckt? Moralische Grundwerte, die solche Künstler repräsentieren in der Welt, kämpft gegen die Moral, die wir nur zu gut aus diesem Buch hier kennen. Hinter mir stehen 10 Gebote. Was meinen Sie wohl, wie es der Menschheit gehen würde, wenn sie anfangen würde, diese Gebote, zumindest mal auf der einen Tafel, mal zu halten? Was meinen Sie, wie es der Menschheit gehen würde? Nein, stattdessen wird sowohl in den Texten der Musik unterschwellig suggeriert durch den Rhythmus und der Melodie, das natürlich was auslöst? Hypnose. Ein Moralkodex eingepflanzt, der solche Emotionen weckt, dass wenn man nur davon spricht, es am liebsten töten würde. So funktioniert das. Ganz einfach. Und unsere Kinder wachsen damit auf.
Das hier ist eine Aussage von den Rockefellers. Übrigens, wenn Sie diese Aussage haben wollen, schauen Sie sich Aaron Russo, America Freedom to Fascism an. Er führt ein Telefonat und er hat auch ein Interview darüber gegeben, wie er mit dem Sohn oder dem Neffen vom Rockefeller gesprochen hat, wo es um den 11. September ging. Das war einige Jahre davor sogar, was sie vorhaben. Und die Rockefellers sind nicht einfach nur irgendwelche Leute. Das sind die, haben wir noch die Pyramide im Auge? Das sind die Geheimgesellschaften, die über diesen Handlangern stehen, die die ganze Musikindustrie finanziert. Und wer irgendwas finanziert, der hat auch das Sagen. Die Zerstörung der Familie, der Feminismus, ist unsere Erfindung, aus zwei Gründen. Denn vorher zahlte ja nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern. Jetzt fast alle. Übrigens sind auch diejenigen, die die Federal Reserve in den Händen hält. Weil jetzt auch die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurden damit die Familien zerstört. Und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind nun unter unserer Kontrolle mit unseren Medien. MTV, Hollywood, PlayStation. Die Beispiele haben wir gesehen. Und bekommen nun unsere Botschaft eingetrichtert. So stehen sie nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie, sondern unter unserer. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen, mit Hilfe der Medien und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, Achtung, Zerstörung des Egos. Wir haben eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten. Kaputte Egoisten. Zerstörte Egoisten. Kabbalismus, Okkultismus, Satanismus. Die für die angebliche Karriere arbeiten, als konsumieren, was wir ihnen vorsetzen, Mode, Schönheit, Marken, dadurch unsere Sklaven sind und es auch noch gut finden. Ist es so oder ist es nicht so? Und wie das so ist. Klar, man kaut es ihnen ja vor. Sie müssen nicht mehr drüber nachdenken. Sie müssen es nur noch annehmen. Drüber nachdenken, bloß nicht. Einfach nehmen. Nicht nachdenken. Nehmen. Die Manipulation der Gewohnheiten und Meinungen, das ist genau dieser Satz. Subliminal, unterschwellig, manipulativ durch Hypnose. Der Massen, erinnern wir uns noch an den Satz, den George Bush Senior gesagt hatte, verschiedene Nationen alle zusammenzuführen. Jetzt sieht man, wie das funktioniert. Ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Ach, so nennen sie die Demokratie. Ist ja interessant. Wer die Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine Wenn das tatsächlich eine Form der Sklaverei ist, dann bin ich froh, dass ich für mich weiß und bestimmt auch für viele andere, die hier drin sitzen, dass es einen Ausweg gibt. Wer ist denn jetzt dieser geheimnisvolle, diese Kreatur, die, mit denen man die Verträge macht, der das Angebot macht, Reichtum zu geben, Macht zu geben, bekannt zu werden? Wer steckt dahinter? Ich möchte Sie gern mitnehmen, um dieses Wesen wahrheitsgemäß zu identifizieren. Und nicht nur um zu glauben, das sind irgendwelche Floskeln, die die Künstler sagen. Wenn man den Künstlern in die Augen schaut, dann merkt man die Lehre, die dahinter steht. Gehen wir mal zum Ursprung, was die Bibel über, ich meine, wenn man schon über den Teufel spricht, dann sollte man wie weit recherchieren? Bis zum Anfang, zum Ursprung. Und wenn man zum Ursprung zurückgeht, findet man diesen Namen als allererstes in der ganzen Menschheitsgeschichte in der Bibel. Hesekiel 28 sagt, sehen wir mal, was er war. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ich hatte dich dazu eingesetzt, du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Er war am Thron, er war einer der Engel, der am Thron stand und das Gesetz, das er kannte, beschützen soll. Er sollte das Gesetz schützen. Du warst vollkommen
in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Und jetzt kommt was Interessantes. Durch deine vielen, bitte merken Sie sich dieses Wort, Handelsgeschäfte, ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, im Himmel dieses Wesen, ranghohe Position, den höchsten Rang, den ein geschaffenes Engel überhaupt haben kann, schützt einen moralischen Kodex, das Frieden bringt, das Liebe bringt, Echtheit gibt, Hoffnung gibt. Er hat es geschützt. Und durch eine Tätigkeit, die sich Handelsgeschäfte nennt, hat er diesen Posten verloren. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Man sagt ja immer, der Teufel würde aussehen mit so Hörnern und... Nein, er war vollkommen, er war schön. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die... Wohin geworfen? Und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Mit deinen vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. Das heißt ja auch, er wurde... Wer kann mir sagen, was bei seiner Erschaffung ihm noch gegeben wurde? Die Gabe der Musik. Er hatte im Himmel die Gabe der Musik. Jesaja 14. Wie bist du vom Himmel herabgefahren, du Glanzstern, Achtung, Sohn, Son of the... Da werden wir wieder. Wie bist du zu Boden geschmettert, du überwältige Nation, und doch hattest du dein Herzen vorgenommen, ich will was sein? Zum Himmel emporsteigen und meinen Thron, meinen Ego, über die Sterne Gottes erhöhen. Ich möchte höher sein wie Gott. Ich möchte so sein wie Gott. In der Anbetung, in der Macht und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Wie wird er denn in der Bibel denn genannt? Hier auf Erden. In seiner Position. Der Fürst dieser Welt. Gehen wir einen Schritt weiter, was geschah? Und es entstand ein Kampf im Himmel. Jetzt kommen die Folgen. Was geschah? Er hat nicht alleine diesen Kampf ausfechten wollen. Nein. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Wir werden nachher sehen, wer der Drache ist. Und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde, Achtung, jetzt kommt der Drache niedergeworfen, die alte Schlange, kommen wir nachher drauf zu, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Sascha Fierce, gefallene Engel, Geister, die eindringen in Menschen, damit sie zum Menschenfischer werden? Was glauben Sie, wie aktuell dieses Buch hier ist? Wenn ich schon irgendwo herausgeschmissen werde, dann suche ich doch nach ein neues Zuhause, oder nicht? Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau. Jetzt schauen Sie sich bitte diese drei Prinzipien an, die er angewandt hat, um diese Erde in Besitz nehmen zu können. Erstmal soll Gott wirklich gesagt haben. Zweifel an Gottes Wort. Zweifel überhaupt, dass Gott hier die Autorität hat, mir was zu sagen. Denn mein Gesetz soll was sein? Tu, was du willst. Dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben.
sondern Gott weiß an dem Tag, und jetzt kommen die drei Prinzipien, an dem Tag, der davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Hochmut, Ego. Und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, Augenlust, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er ein Fluss für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß Fleischeslust und gab sie davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Drei Prinzipien, die Satan als Taktik verwendet, um Menschen zu verführen. Hochmut, Augenlust, Fleischeslust. Jetzt, wenn wir mal den Fernseher einschalten. Wie oft werden uns denn wohl Augenlust, Fleischeslust und Hochmut suggeriert? 24 Stunden, nonstop. Nonstop. Kommen wir zurück auf den Begriff Handelsgeschäfte. Im Englischen, oder wenn man es aus dem Hebräischen nimmt, im Englischen haben sie es gut übersetzt, heißt Merchandising. Wenn man von dem Krieg sprach, muss man sich eins bitte vorstellen. Krieg, wie wir Menschen ihn hier auf Erden kennen, gab es im Himmel nicht mit irgendwelchen Waffen. Denn im Himmel gibt es keinen Tod, sagt die Bibel. Im Himmel geht nicht. Aber das, was im Himmel geschah, war Merchandise, ein Gewissenskonflikt, ein Kampf um Willen, um Entscheidungen, die getroffen werden sollten. Achtung, hier wird von dem System Babylon gesprochen, was wir am Anfang gesehen hatten. Wie wir alle Menschen, wie hat Bush es gesagt, zusammenführen können, um in einer gemeinsamen Sache einen weltumfassenden Menschheitstraum zu verwirklichen. Das ist das Prinzip. Hier spricht es von Babylon, dass es Kaufleute hat. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden wie viele Völker verführt? Alle. Jetzt dieses Wort Zauberei in der Strong Concordance bedeutet Medikation, das Einnehmen von Drogen, Vergiften, Magie, buchstäbliche Zauberei oder Hexerei oder um das Denken des Gehirns zu narkotisieren. Satan hat seine Kaufleute in dieser Welt, die etwas ausüben, eine Art Zauberei. Die Bibel nennt es zu der Zeit, weil es ein Wort zu finden, was wir heute Medien nennen, gab es zu der Zeit nicht. Aber jetzt ist schon interessant, wie die Bibel das dennoch beschreibt. Es ist eine Art Zauber, ein Fluch. Ich habe meine Kaufleute, die ich einsetze, um Menschen meine moralische Vorstellung einzutrichtern, subliminal, um den moralischen Kodex zu verändern, damit nur ein Gesetz gilt, das da heißt, tu, was du willst. Und jetzt schauen Sie. Das, was im Garten Eden begann, hatte seine Fortsetzung zu einem Ereignis, wo ich Sie jetzt ganz besonders hinführen möchte. Hier spricht es von Jesus, der nach der Taufe in die Wüste geführt wird. Matthäus 4. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher, oder anders gesagt Satan, trat zu ihm und sprach, Achtung, wenn du, Zweifel, wenn du schon Gottes Sohn bist, dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Fleischeslust wird angegriffen. Merkt man's? Und jetzt kommt, wie nicht nur Jesus sich verteidigen konnte, sondern wie wir alle es tun können. Er antwortete und sprach, was? Es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Okay. Daraufhin nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, wieder Zweifel, so stürze dich doch hinab, denn es steht geschrieben, jetzt zitiert der Satan die Bibel, weil er kennt sie in- und auswendig, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, Hochmut, denn du bist ja der General, du kannst ja Befehl geben. Also sag was, komm General. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt.
Die Antwort? Wiederum steht geschrieben, sagt Jesus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und jetzt kommt's. Was mussten die ganzen Superstars tun, um reich und berühmt zu werden? Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf den sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt in ihrer Herrlichkeit. Ich gebe dir all Reichtum, Macht, wenn du was tust. Dieses will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Es gibt ein wunderbares Buch von Roger Monod, eine Reise in die Welt des Übernatürlichen, nur zu empfehlen. Da wird detailliert, erfahrungsgemäß geschildert, was hier passiert in diesen Logen. Jeder Künstler hat seinen eigenen Dämon, einen Altar gebaut, wo er ihn anbeten muss, damit er Reichtum und Macht bekommt. Wie aktuell ist dieses Buch? Da spricht Jesus zu ihm, jetzt spricht er seinen Namen aus. Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn alleine dienen. Und jetzt kommt eine wunderbare Situation, die auch uns gilt. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Das ist ein Beispiel für uns. Wenn wir vor solchen Herausforderungen stehen, einen moralischen Kodex zu verwerfen und wir standhaft bleiben, weil wir uns an den richten, der den Satan geschaffen hat, nämlich Gott selbst, stehen uns seine Engel zur Seite und schützen uns. Und das ist ein Versprechen. Und das ist nicht das einzigste Versprechen, das Gott den Menschen gegeben hat. Die Frage ist nur, wie viele Menschen interessieren sich denn wirklich für Gott? Jetzt mal im Ernst. Ich meine, man interessiert sich doch viel lieber, ob ich die neueste App auf dem Handy habe, ob ich den neuesten Song runterladen kann von meinen Künstler A, B, C. Aber danach zu fragen, ob Gott selbst, wenn man jetzt mal ganz logisch denkt, ich hoffe, wir stehen hier nicht unter Hypnose. Wenn man jetzt ganz logisch denkt und man sieht, dass im realen Leben es tatsächlich ein Wesen gibt, das genau dieselben Fingerabdrücke hinterlässt, die die Bibel beschreibt, und es ist real, wieso fragen dann Menschen nicht nach dem wahren Gott? Kann es sein, dass die Menschen so abgestumpft sind, dass sie diesen moralischen Kodex überhaupt gar nicht mehr kennen? Geschweige denn überhaupt noch danach fragen können? Weil das so in Vergessenheit geraten ist? Eine kurze Aufstellung gegenüber diesen zwei Personen, zwischen Christus und Satan. Jesus hat immer seinen wahren Charakter gezeigt. Er hat nie was vorgetäuscht. Er hat das gelebt, was er auch gesprochen hat. Er war echt in dem, was er sagte. Satan maskiert immer seinen wahren Charakter. Wenn man nur die Filme heutzutage sich anschaut, hinter wem sich Satan immer versteckt, hinter diesen Superstars mit Superkräften und er rettet ja die Welt und immer mit diesem besonderen Körper und wunderschönen Aussehen. Jesus ändert sich nicht. Er sagt, ich bin derselbe, damals, heute und in Ewigkeit. Satan hat immer seine Identität vervielfältigt. Als Schlange, als Drache, hinter dem König von Tyros, hinter Sascha Fierz. Jesus war, als Gott Mensch wurde, als Jesus seinen Thron verlassen hat und hier auf die Erde kam, war er in seiner physischen, menschlichen Form nicht gerade schön wie ein Superstar. Während Satan sich schmückt mit seiner physischen Schönheit und immer noch einen übertrumpft. Jesus, wenn er auf die eine Backe geschlagen wird, hält er noch die andere hin. Satan ist immer darauf aus, Rache zu üben. Und das ist etwas sehr Interessantes. Jesus sagt, wie viel kann der Mensch von sich aus tun? Nichts.
Kraft und Macht kommt von Gott und von Gott allein. Satan sagt, Kraft und Macht kommt von dir selbst. Und jetzt hören Sie sich mal die ganzen Texte an, wenn es genau um sowas geht. In der Musikindustrie, in den Filmen, was da an diesen Gedanken gut weitergegeben wird. Spider-Man, Superman, Kraft kommt von dir selbst. Wollen Sie nicht einfach mal übersteigen auf die andere Seite und mal ein Versprechen annehmen, das Gott wahrmachen möchte in Ihrem Leben? Wenn Sie schon wissen, dass in dieser realen Welt es eine Macht gibt, die Menschen beherrschen möchte, sie hinführen möchte in ein einheitliches Denken, manipuliert durch Medien, durch Hypnose, wieso nicht bitten? Wieso nicht anklopfen? Wieso nicht danach suchen? Frage, was haben Sie denn zu verlieren? Ihre Seele garantiert nicht. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn jetzt Künstler wie Beyoncé, die auch aus einer christlichen Ehe stammt, Michael Jackson genauso, von den Zeugen Jehovas, sie wussten von diesen Verheißungen. Und dennoch war Macht und Ruhm ihnen wichtiger als das hier. Was haben sie zu verlieren? Gott verspricht, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch was? Finden lassen, spricht der Herr. Und das ist ein Versprechen. Suchen Sie nach Gott. Suchen Sie wirklich nach Gott. Haben Sie jetzt nicht einen Grund mehr, nach Gott zu suchen? Wenn die Realität uns aufzeigt, dass es Mächte gibt, die ein Wesen anbetet, übrigens, Wenn wir schon von Freimaurern sprechen, wissen Sie, was die Bibel der Freimaurer ist? Morals and Dogma. Jeder Freimaurer ab dem 30. Grad muss mit seinem Leben darauf schwören. Geschrieben von Albert Pike. Gibt es übrigens als PDF jetzt zum Download. Geben Sie mal im Suchbegriff den Namen Lucifer ein. Und schauen Sie mal, wie dieses Wesen beschrieben wird. Er ist der Architekt der Welt. Er ist derjenige, der denen, die illuminiert sind, Macht gibt, seine Macht auszuüben. Und das sind Menschen, die sitzen in der Politik, sitzen in der Wirtschaft ganz oben drin. Man erkennt sie am Händedruck, man erkennt sie einfach, wie sie vor der Presse auftreten. Das ist auch sehr interessant übrigens, wie manchmal, sei es Spiegel oder die ganzen Journalisten, die überhaupt in den ganzen Reuters und Springer-Agenturen angestellt sind, welche Fotos sie veröffentlichen mit typischen Freimaurersymbolen. Was auch immer. Um Signalwirkung zu zeigen in ihren Aussagen. Und sie sprechen von diesem Luzifer, der diese Welt regiert. Warum nicht dann erst recht zur eigentlichen Quelle übergehen? Erinnern wir uns noch, was Bob Dylan gesagt hatte? Wer der Chief Commander ist von dieser Welt und einer Welt, die man nicht sieht? Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, die Gott uns schenken möchte übrigens. Damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Können Sie sich behaupten in Ihrem Alltag, wenn es um moralische Fragen geht? Jeden Tag? Merken Sie, dass Sie mitten in einem Kampf sind zwischen Gut und Böse? Und worum es um diesen Kampf geht, ist einzig und allein um Ihre Willensentscheidung. Für Gott oder gegen ihn, für Satan oder gegen ihn. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Warum nicht die ganze Waffenrüstung Gottes
annehmen. Das ist das, was Jesus anbietet. Und das nicht nur einmal, wenn man es jetzt liest, sondern beginnend, wenn sie die Augen morgens öffnen, steht er an ihrem Bett und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen. Sind sie beladen? Sind sie mühselig von dem, was in der Welt alles um sie herum passiert? So will ich euch erquicken oder anders übersetzt Frieden geben. Haben sie Frieden in ihrem Leben? Nach dem, was man jetzt erst recht erfahren hat? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Joch, das Satan auferlegt, ist so schwer und gebunden, dass Menschen daran zerbrechen. Zerbrechen. Auch wenn sie viel Geld haben, auch wenn sie berühmt sind, was bringt es ihnen im Nachhinein? Schauen Sie in die Augen dieser Stars und sagen Sie mir, ob Sie glücklich sind. Warum nicht dieses Angebot annehmen? Jeden Tag aufs Neue. Mir kommt gerade ein Gedanke. Wir haben doch von diesen drei Methoden gesprochen, die Satan ja hier als Methode verwendet, um die Menschen zu verführen. Im ersten Johannesbrief warnt Gott davor, indem er sagt, durch seinen Apostel Johannes, in Johannes Kapitel 2, Abvers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut, ist nicht vom Vater, sondern von dieser Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ist das nicht eine schöne Verheißung? Erlauben Sie mir noch eine Aussage, damit Sie auch die Aktualität dieses Buches wirklich verstehen. Paulus schrieb an Timotheus einen zweiten Brief, und er hat hier eine prophetische Sicht auf diese Zeit. Wir haben vorhin von Offenbarung gesprochen. Und Offenbarung schreibt von einer Zeit, die nach einer prophetischen Zeitkette, wie wir uns jetzt befinden. Einer prophetischen Zeitkette, wo sich alles geschichtlich nachweisbar alles erfüllt hat. Und wir jetzt an dem Punkt stehen, wovon Paulus schreibt in Kapitel 3 in 2. Timotheus, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und jetzt schauen Sie bitte, vergleichen Sie das bitte mit Ihrem Umfeld, Nachbarschaft, Freunde, im Vergleich zu dem, wie früher die Menschen gelebt haben, unsere Omas, Uromas. Vergleichen Sie bitte. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, verräterisch, leichtsinnig, aufgeblasen. Wo konnten Sie jetzt überall einen Haken machen? Wie aktuell ist dieses Buch? Warum nicht das Joch Jesu aufnehmen? Vielleicht kämpft es jetzt momentan in Ihnen, wenn eine kleine Stimme zu Ihnen spricht, das ist das Gewissen. Und etwas anderes versucht jetzt dagegen anzukämpfen. Spüren Sie den Kampf? Wenn die Welt zieht und all ihre Pracht und Schönheit und Gott sagt, wozu das Ganze? Komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Spüren Sie diesen Kampf? Dann ist es gut so. Denn dann wäre was falsch. Aber solange Sie diesen Kampf spüren, sind alle Türen und Toren zu Gott geöffnet. Die Frage ist nur, wollen Sie das Angebot annehmen? Das ist meine Frage, die ich Ihnen heute stellen möchte. Möchten Sie, nachdem
was sie in der Realität jetzt gesehen haben, was in dieser Welt tatsächlich geschieht, möchten sie das Angebot von Gott annehmen, es mal mit ihm zu versuchen. Und wissen Sie was, ich mache Ihnen ein Angebot. Wenn Sie Fragen haben oder mehr darüber wissen wollen, vor allem die jetzt, die hier im Saal sitzen, sprechen Sie mich nachher darauf an. Für die, die jetzt im Livestream zuschauen, schreiben Sie uns an fragen@joelmediatv.de. Wenn Sie wissen wollen, was hat es mit diesem 666 auf sich? Ist es wirklich so, wie die Bibel beschreibt, wie Satan auf die Erde flog und dass Jesus tatsächlich für uns kam, um für uns zu sterben, damit wir gerettet werden aus den Fängen dieses Wesens? Schreiben Sie uns. Ich nehme mir Zeit für Sie, dass wir uns gerne auch hier treffen und dieses Buch nach Ihren Fragen gemäß beantworten. Ist das ein Angebot? Ich lade Sie dazu ein. Und ich lade auch Sie dazu ein, dieses Angebot anzunehmen, denn Sie haben nichts zu verlieren. Ich habe mich dafür entschieden. Wie ist es mit Ihnen? Amen. Ich lade Sie dazu ein, dass wir vielleicht nochmal gemeinsam aufstehen und dann werde ich noch ein Gebet sprechen. Großer Gott, wir stehen hier vor dir als die Menschen, die du geschaffen hast, die du liebst, denen du nachgehst und für die du dich einsetzt, jeden Tag aufs Neue. Großer Gott, wir sehen, in was für einer Zeit wir leben, wo der Widersacher, der Teufel, so viel Macht gewonnen hat in dieser Welt, um andere Menschen zu verführen, wo er versucht, seine Ideologie, die er im Himmel angefangen hatte, hier fortzuführen. Und das tut er mit großem Erfolg, weil die Menschen sich davon so beirren lassen und so von leiten lassen, dass sie deine Stimme schon gar nicht mehr hören. Herr, wer nimmt sich denn schon wirklich Zeit für dich? Wer nimmt sich denn schon wirklich Zeit für die Stille, damit man deine Stimme hört? Das Leben ist so laut geworden, Herr, und die Medien tragen ihren großen Teil dazu bei. Aber Herr, du siehst jetzt auch in die Herzen der Menschen, die diesen Kampf jetzt momentan ganz besonders ausführen. Bitte, Herr, sei du ganz besonders bei ihnen. Schenke du ihnen Kraft, die richtige Entscheidung zu treffen. Hilf auch uns, dass wir, die wir dich kennen, uns davon abwenden, mehr und mehr mit diesen Dingen zu tun zu haben, die Satan uns geben möchte. Herr, wir danken dir so sehr, dass du deinen Sohn Jesus gegeben hast, der alles für uns schon erledigt hat, der uns ein Angebot macht, jeden Tag zu ihm zu kommen, dass er uns helfen möchte, zu überwinden die Schwachheiten, die wir haben, dass wir aufstehen können und einen moralischen Kodex darstellen können, den du gegeben hast, nämlich die 10 Gebote. Herr, was wäre diese Welt, wenn die Menschen deine Gebote halten würden? Es wäre Frieden auf Erden. Herr, so bitte ich dich, schenk du einem jeden von uns hier, alle, die wir hier stehen und alle, die jetzt im Livestream zuschauen, die besondere Kraft, diese Waffenrüstung, die du uns anbietest, auch wirklich anzunehmen und dass wir damit uns behaupten können gegen den Widersacher. Wir danken dir, Herr, dass du uns helfen wirst, die richtige Entscheidung zu treffen. Und geh einem jeden Einzelnen nach, der diese Entscheidung noch nicht treffen kann, weil er doch noch zu sehr mit der Entscheidung kämpft. Danke, Herr, dass du uns alles ermöglicht, was wir brauchen, damit wir so leben, Herr, wie du es möchtest, weil du uns geschaffen hast. So bitten wir dich, Herr, führe und begleite du uns sicher nach Hause und rufe du uns weiterhin jeden Tag aufs Neue, dass wir zu dir kommen können, wenn wir müßig und beladen sind, weil wir in dir Frieden haben. Und dafür danken wir dir, in deinem kostbaren Namen, Herr Jesus. Amen. Amen.